Ja, von der Konformitätsbewertung betroffen sind sämtliche Produkte, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, ganz gleich, ob es sich um Business to Consumer, also B2C, oder Business to Business, also B2B handelt. Um einige Produkte zu nennen, Elektroartikel, beispielsweise Smartphones, Fernseher, Küchengeräte, Medizinprodukte, zum Beispiel Geräte beim Zahnarzt oder im Krankenhaus, Spielzeug, Maschinen, Querstrich auch Anlagen, Messgeräte und so weiter. Vereinfacht gesagt, von der Konformitätsbewertung betroffen sind alle Produkte, die einen Stecker haben oder über Mikrochips bzw. einen Stromkreislauf verfügen. Bei Dienstleistungen ist entscheidend, ob eine Person, auch ein Unternehmen als juristische Person, kompetent ist, zum Beispiel an Geräten oder auch an Schutzsystemen Wartungen und Reparaturen auszuführen, sodass das erwartbare Sicherheitsniveau erhalten bleibt. Im Besonderen sind hier Geräte in beispielsweise explosionsgefährdeten Bereichen zu nennen.